und können direkt weitermachen. Ich habe auch schon den nächsten Gegner. Und zwar... Ey, das Tolle ist, Sia, ja? Dein Kopf bleibt bewegt, wenn nicht. Du bist wie eine riesige Bongo-Trommel. Pum, 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 kurz einmal noch. Back to the game. Entschuldigung, ey, dafür sind wir schließlich hier. Ja. Als klar war, dass ich hinter dir sitze, war ja wohl auch klar, dass wir irgendeinen dummen Witz mit deinem Kopf machen müssen. Ja. So, zurück zum Spiel. Nehme ich gerne. Okay, wir spielen jetzt gegen den Albato. Ja, ich bin, Moment, gerade schon dabei, den, Moment, es sind schon wieder so viel dazugekommen. Albato ist noch nicht, du bist gleich drin, ja, okay, jetzt kann ich folgen. Gut. Sobald du Bild siehst, sag Bescheid. So, ich glaube, das müsste Druide? Auch schon das letzte Match sein, weil... Oh, schade. Ja. Druide gegen Hexenmeister. Jetzt gerade, wo man so langsam reinkommt. Ja. Sia spielt den Druiden. Jetzt spiele ich mal den Druiden. Ja, unten ist der Hexenmeister. Eieiei, das wird unschön. Mein Druide ist nämlich super schlecht. Aber mal gucken. Ein bisschen was kann ich. Ach, ich glaube fast, ich bin schon wieder im Bug. Lass mal kurz warten, ob es der Gegner ausgewählt hat, dann kann ich dir sagen, ob ich hier einen Fehler habe oder nicht. Okay. Aber es wird wohl, im Moment scheint er noch auszuwählen. Okay, dann hast du ein bisschen Delay gerade. Seid ihr schon fertig? Ja, also der hat schon seine erste Karte gelegt, deswegen warte ich. Ah, es geht los, ja, ich habe wirklich einen Delay, ja. Na egal, geht ja trotzdem. Das war's. So, für alle daheim gehe ich jetzt nochmal die Karten durch. Du bist jetzt drin, ja? Ich bin drin. Gut. Na dann. Hier, kannst du dir Kokosnüsse oben mal klopfen? Ein bisschen mit deinem Kopf eben. Ja, so ähnlich. Da fällt sie ab. Ja, ganz lustig, ne? Kann man nicht meckern. Ich warte die ganze Zeit, dass Indiana Jones irgendwie... Rubin hier aus dem Auge picken. Hab ich schon. Hab ich schon längst gemacht. Achso. Bin dir einen Rubin voraus. Ja, warum nicht? Spielen wir noch einen. Hm? Er ist halt unsichtbar und kriegt jede Runde plus 1/1 und kann halt, sobald er angreift, ist er halt nicht mehr unsichtbar. Mhm. Okay. Ich gehe mal den Bären vor. Ja, Hexer sollte man am besten schnellstmöglich platt machen, damit sie nicht mehr so viel Energie haben zum Karten. Also deren Fähigkeit ist, der opfert zwei Leben für eine Karte. Je weniger Leben der hat, natürlich umso besser. Und zack. Oh, das macht Spaß, wenn du mehrere auf einmal erwischt. Hat sich auch gerade ganz gut angeboten. Und jetzt hast du noch ein 1er Schild. Aber der spielt anscheinend ein Drachendeck. Weil das war eben eine Drachenkarte. Er müsste Drachen auf der Hand haben. Ja, Der Zuschauer zu Hause weiß längst mehr. Wahrscheinlich, ja. Okay. Sorry, aber auf den habe ich wenig Bock. Ich muss das Land bewahren. Stellen wir mal ruhig. Und greifen ganz normal an. So. Ah, das ist aber wirklich jetzt eine Degradierung gerade. Albato hat echt einen schlechten Start erwischt. Ja. Yeah. Ah, der hat starke Karten. Ich sag's dir, da wird noch einiges kommen. Aber irgendwie... Er hat immer nur noch 12 Leben, so viel Zeit hat er nicht. Das mehr. Ist so ein bisschen, was ich mit Bedauern feststelle. Aber wenn, dann. Hast du ja schon vorhin auch gemerkt, als dann ganz am Ende alles kam. Mhm.
bei den Krieger direkt im ersten Match, gell? Das war... Ah, schon wieder so einer. Okay. Jetzt, oh, das... jetzt ist ja, jetzt klack und klack, jetzt ist dein Schild weg. Ah, schwierig. Das war gemein. Aber 12 ist wirklich ein niedriger Wert, also... Dann muss ich wieder so lame Scheiße machen. Ah, oh, und ihm auch nochmal einen unten abgezogen. Mann, das ärgert ihn jetzt ganz schön, glaube ich. Ich glaube auch. Er ist zu zaghaft, ohne dass ich weiß, dass das stimmt, würde ich sagen, er ist zu zaghaft mit seinen Karten, aber... Was weiß ich schon davon? Man weiß nie. Oh, die Karten passen auch gut zusammen, die er hat. Ja, jetzt spielt er sie aus. Okay. Okay. Nein. Du musst irgendwas hinlegen. Na gut. Kann ich mal ein bisschen mit meinen geilen Karten posen hier? Zack. Sicherheit, und damit der mich nicht auch noch nervt, mache ich den mal schnell weg. So. Da kommen aber auch ganz viele Karten überall. Oh. Gut, ich bin mal gespannt. Das ist interessanter Kram dabei. Na, Heilung. Das meinte ich gerade. Genau den meinte ich nämlich. Das ist eine gute Karte, die hat er eben gerade erst bekommen. Auf jeden Fall ist das gut. Warum habe ich jetzt... Na, egal, passt. Komme ich nochmal zwei Karten. Was bedeutet Z? Ist die Karte dann betäubt, oder? Z heißt, die ist gerade halt... gespielt worden und kann noch nicht angreifen. Sie schläft also. Okay. Erst im nächsten Zug kann sie angreifen. Ja, mache ich den weg, der ist mir zu nervig. Das war vielleicht gar nicht mal so schlau, was ich gemacht habe. Naja, egal. So wird es wenigstens noch mal spannend. Der ist schon wieder. Der ist auch irgendwie in jedem Deck dabei, oder? Bisher? Verringert die Kosten eurer Handkarten am Ende eures Zugs um 1. Das ist recht gute Karten auf jeden Fall. Was sind die Handkarten? Gibt es da einen Unterschied? Karten, die man gerade auf der Hand hat. Also die in der Mitte liegen? Genau. Okay, das sind die Handkarten. Ja. Gut. Ja, nützt ja nichts. Ich muss den wegmachen. Weg. So. So. Schauen wir mal, was jetzt kommt. So viel kann er aber auch nicht mehr haben, oder? Oh. Spell Damage plus 5. Oh nein. Alter. Die Karte sehe ich sonst nie. Keiner spielt die. Aber sehr gut, sehr gut. Ei. Schmerzhaft. Was aber auch schmerzhaft ist. Ey, ich muss gerade lachen, weil die Leute lachen sich kaputt über Handkarten, dass wir das nicht verstehen. Und
dass es ganz logischerweise die Karten auf der Hand sind. Ja, ja. Nur ganz Leute unten. Diese Karten hier hat auch keiner in der Hand. Und diese Karten in der Mitte liegen einfach auch. Also keine von diesen Karten ist eine Handkarte, verdammt. Ja. Es sei denn, man kennt sich aus mit den Begrifflichkeiten im doch nicht so mainstreamigen Kartenuniversum. Handkarten. Handkante kann ich euch zeigen. So, du bist mit den Bäumen irgendwie ja, sehr verbunden. Töten. Sind es deine Ents? Leider kann ich ihn noch nicht töten. Aber er hat doch nichts mehr. Komm, die vier. Sorry, jetzt lass ihn doch nicht leiden. Ich kann brich ihm endlich das Genick. Ich würde ihn ja gern töten. Du hast ihn angefahren, nicht. Jetzt musst du es auch beenden. Ja. Vielleicht beendet er es jetzt auch gleich mit. Mit sowas hier. Guck mal, 8 Schaden hier. Eieiei, oh nein. Oh nein, das war's. Ich konnte es halt eben nicht beenden. Gut gespielt. Wow. Schöner Abschluss. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Nee. Für mich sah das aus, als würdest du wie eine Katze mit einer Maus spielen. Nee, falsch gedacht. Ja. Aber ich habe auch ein paar Fehler gemacht, aber macht nichts. Sehr gut gespielt, Alberto. Und vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich glaube, liebe Regie, haben wir noch Zeit für ein Match? Ich glaube nicht, oder? Gute Frage. Wir sind wahrscheinlich 10 Minuten, da können wir noch schnell eins machen. Ja, dann bin ich schnell auch noch einen aus. Okay, da müssen wir uns jetzt aber echt sputen. Soll ich dann einen nehmen im hohen Level oder im niedrigen Level? Na gut, gucken wir gleich mal. Verlieren sehen, mach wie du meinst. So, ich nehme jetzt schnell noch einen, den wir noch nicht... Hatten wir Alcatraz schon? Albatro? Nee, Alcatraz 747. Hatten wir nicht, glaube ich. Nee, hatten wir nicht. Dann lass den probieren, das ist der erste, den ich jetzt hier im... Ach nein, Entschuldigung, der spielt selbst gerade. Verdammt. Nee, gib mir einen anderen. Okay, ich habe einen anderen. Und zwar ALV. Ja. AND. AND? ND, wie AND. RIS. Also Alvandris. 2631. Nimm mal statt E ein I. Wie nochmal? RIS. ALV. Ja, alles richtig. AND, nur hinten ein I. RIS. RIS. Genau. Wunderbar, kriegen wir noch hin. Nummer? Alvandris 2631. 2631. Oh, Entschuldigung, du hast ein S noch hinten jetzt vergessen. Alvandri. Also ein S, genau, nicht O, nicht A. Ja, stimmt. So, so. So, wunderbar, jetzt müsste es klappen. Uiuiui. Hoffentlich meldet er sich jetzt auch schnell. So, dass wir noch ein kleines Match. Kann man denn die Länge eines Matches überhaupt beeinflussen, wenn man das will? Ja, wenn man, kommt drauf an, was für Decks man spielt. Man kann schnell rushige Decks spielen. Ja. Also ich von meiner Seite kann es dadurch verkürzen, dass ich dir jetzt jemanden gebe mit Level 13. Weil ich mir ziemlich sicher bin. Na jetzt, Alcatraz braucht sich jetzt nicht mehr bei mir melden. Die versuchen dann immer zu mir zu kommen, als ob sie gegen mich spielen sollten. Das bringt nichts. Hat keiner was von. Okay, ich warte auf Alvandris. Ja. Also ich habe ihn gerade herausgefordert und... Ja, so, läuft. Können auf meinen Rechner schalten. So, letztes Match spiele ich mit dem Magier. Er auch. Okay, Magier Jaina. Mirror. Let's go. Jaina. Ihr habt es so gewollt. Meine Magie wird euch in Stücke reißen. Du bist drin, ja? Ich bin drin. Gut. Okay. Hallo. Hallihallo. Ich würde sie zeigen. Ich würde sie mir alle zeigen. Ist ja schon ziemlich ähnlich bisher. Ich würde sie mir alle zeigen. Zwei irre Wissenschaftler gegeneinander. Das kann nicht sein. Die würden wahrscheinlich eher zusammenarbeiten. Anoyotron. Super nerviger kleiner Spack. Ja, wenn es Nerven schon im Namen hat. Ja, hat es auch schon im Namen so. Kann ja nur nervig sein. Du hast auch ein Geheimnis, oder? Bei dir oben. Wir haben beide ein Geheimnis. Aha. Da spielt es Alvandris aus. Nee, ich habe den gespielt. Du hast es ausgespielt, ich dachte, also die Falle habe ich aktiviert und jetzt hat er den hier kopiert. Aha, okay. Das ging jetzt irgendwie zu schnell für mich. Der spielt ein Mech-Deck anscheinend. Also ganz viele Mechs und Karten, die Mechs verstärken. Warum nicht? Habe ich auch früher mal gespielt. Ist sehr, sehr gut.
Also es kann sein, dass man auf dem Deck überhaupt nicht vorbereitet ist mit seinem Deck und dadurch Fall, verliert, klar. Einfach nur, weil man nicht die richtige Auswahl hatte. Ja, ja, okay. Ja. Cool. Schauen wir mal nochmal in ein Portal rein. Oh, okay. Der Nervi ist weg. Das freut uns. Hm. Mal gucken, was hier die beiden Tüftelstadttechniker machen. Ich finde das Teil super. Ja, gell. Man muss sich halt vorstellen, dass davon tausende verschickt sind. Da ist eine geile Schriftrolle drin, mit ein paar Infos. Da steht aber auch eigentlich nur im Groben, dass am 22. eine News kommt. Hm. Stay tuned, sage ich da nur. Mach den mal weg, der nervt mich jetzt. Jetzt ziehen wir noch ein paar Karten und fertig. Schon mal so eine schicke Schriftrolle. Ja, mal abwarten, was da, ja, was da passiert. Guck mal, was gerade kommt. Der Drache. Augen aufs Spielfeld. Ja. Augen auf die Handkarten. Drache bringt gar nichts, mein Freund. So, weg ist er. Ah, der war echt schnell weg. Er war im Moment Feuer gegen einen Drachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob eure Mythologie da das war ganz so korrekt ein, ist. So ein Arcana-Drache, der kann nichts Feuer. Das war ein Wasserdrache, ich verstehe. Ja, irgendwie so ein Crap. Ja, die vier Elementdrachen. Wasser, Erde, Feuer und Liebe. Er wurde von Liebe verbrannt. So. Will ich den loswerden? Will ich den loswerden? Immer dieser eklige Bot. Mach den mal weg. Frier den hier ein. Kann ich ihn in der nächsten Runde hauen. So. Ja, ein bisschen Zeit ist da noch. Du machst das. Wobei natürlich ihr euch schon ein bisschen beeilen müsst. Ja. Das sollte man vielleicht schon noch dazu sagen. Das war's. Aua, aua, aua. Machen wir kurz den weg. Ich überleg. Fuck it, mach ihn weg. So. Warum hat er eigentlich so viele Karten? Ja. Ich komme dahinter auch nicht so ganz. Naja, wahrscheinlich hat er noch ein paar Spare Parts. Ne? Er muss irgendwas haben, wodurch er Karten kriegt. Diese Einser-Karten wahrscheinlich, ne? Diese Spare Parts, diese Ersatzteile. Ah, ja, ja, doch, da hast du völlig recht, ja. Das stimmt, es sind einige Einser-Karten dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich das hätte sagen dürfen. Nee, ich hab's ja selbst geraten. Okay. Ach du liebe Scheiße. Ja, so eine Assi-Karte. Ist eigentlich sehr gut für den Krieger. Aber ja, halb so wild. Muss ich halt auch Assi sein. Ihr braucht meine Hilfe. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Was hast du hier noch? Der Antonidas. Mach mal den weg. Ja. Autsch. Autsch. Aua, aua, aua. Grimmiger Gast ist offensichtlich eine sehr beliebte Karte.
offensichtlich. Ruft jedes Mal, wenn dieser Diener Schaden erleidet und überlebt, einen weiteren grimmigen Gast herbei. Mhm. Das ist wie wenn man sturmfrei hat daheim. Doch, einer so, bringt zwei weitere mit, die bringen zwei weitere mit. Dann hast du die ganze Welt irgendwann bei dir. Ich diene dem. Machen wir die mal alle weg. Die nerven. Mach sie weg, vor allem den Schneefresser. Ah, oh, noch ein bisschen draufgerotzt. Ja, aber du bist hinten. Mhm. Ihr braucht meine Hilfe. Es kommt sein, Antonidas. Eieiei, hör auf zu casten. Eieiei, der kriegt die ganze Zeit Feuerbälle. Das ist gut. Ja, woran siehst du das denn? Siehst du die Karten, die er kriegt? Nee. Nee, ich weiß, dass er immer Feuerbälle kriegt, wenn er was zaubert. Das okay, ist normal. Okay, das bei ist dem. Regel. Okay, ja, ja, weil er hat auf jeden Fall auch welche. Ah, cool. Damit kann er dich ganz schön aber zum belästigen. Glück habe ich ja auch Feuerbälle, ne? Feuerfloss. Zack, zack. Der schießt auch nochmal. So. Er hat jetzt mindestens zwei Feuerbälle auf der Hand. Vielleicht noch ein Spellcard und zwei Karten. Hm. Ja, bist du nicht schlecht in deiner Vorhersage. Gell? Das ist ganz interessant, ja. Du bist wie so ein Pokerspieler, wie so Rain Man. Karten zählen. Rain Man nur bei irgendwas, wo es hier nichts bringt. Nämlich Hearthstone. Ja. Ja, komm, spring wir den. Weil der Mann von Ragnaros. Ich habe die Kraft. Er gerade. Nehme ich jetzt den Feuerball oder nehme ich den Feuerball? Oder nehme ich vielleicht den Feuerball? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass deine Gegner immer mehr Karten haben als du. Es kommt mir wirklich so vor. Nein, wir können nicht abbrechen. Hier, guck mal, jetzt wird doch gerade das hier alle gemacht. Ja, 10. Wird gerade alle gemacht. Sorry, das können wir leider nicht mehr sehen. Alvandris hat das offensichtlich gehört. Hat offensichtlich unsere Regieansagen gehackt und weiß, dass wir Schluss machen wollen. Und deswegen gebe ich jetzt auf. Oh. Sehr gut gespielt, Alvandris. Na gut. Diese Runde geht auf. Er hätte auf jeden Fall. Oh, jetzt hat er dich noch. Nee, das war, weil du aufgehört hast. Nee, aber er hätte dich eh besiegt. Ich habe auch noch ein paar Karten, aber egal. Er hätte mich wahrscheinlich eh besiegt. Danke fürs Mitmachen. Jo. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche vielen wieder. Dank, Simon, für deine Hilfe. Ach, dafür nicht. Damit das auch sehr schnell ging. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, auch von bye, mir. Bye. Tschüss.